Hallihallo, Hallöle und willkommen auf meinem Kanal. Wir sind ein bisschen vorangeschritten, da wo wir das letzte Mal gewesen sind. Mit der Territorialmission, die ich leider schon mehrfach gemacht habe, eben auch in meinem Account zum Testen, weil wir immer wieder auf ein bestimmtes weil ich immer wieder mal über ein bestimmtes Problem gestolpert bin. Also die Mission selber habe ich abschließen können. Hier geht es jetzt erstmal darum, dass man eben auf der Map bis zu dem Patrouillengebiet fahren soll, dort anfangen soll, gewisse Probleme abzuhandeln. Was? Ruderanlage ist nicht bemannt. Okay. Wie viel Fahrt haben wir da eigentlich überhaupt drauf? Was ist denn da los hier? Ist doch, oder? Es sitzt doch wer. Herr Kaloy. 7 km/h. Das ist nämlich genau das Problem, was ich bis jetzt immer begegnet bin. Also die vorgeschlagene halbe Kraft. Die vorgeschlagene halbe Kraft ist für die. Oh. Aha, da liegt das Problem. Ja, dann komm mal. Nee. Du komm mal. Nee, du pennst. Lass dann einfach Ruderanlage bemannen. Wie viele Literchen haben wir denn da drin? Zu Befehl! Eieieiei. Da müssen wir auf jeden Fall was gegen tun. Jawohl. Der ist einfach wieder ins Bett gegangen. Na, ich glaub's ja nicht. Weil, wie gesagt, ich weiß leider schon, was passiert in dieser. Ah, 29,7. Der ganze Pott ist voll gelaufen. Das ist neu, weil normalerweise passiert das nicht bei den Zeitraffern. Dass der Kahn leer läuft, voll läuft. Lenzpumpe ist aber fleißig, wie man sieht. Lenzpumpen. Auch wenn es hier jetzt für den Moment anders aussieht, wollen wir mal schauen, dass wir den Kahn da wieder ein Stückchen weiter nach vorne bringen. Richtung unserem Ziel. Ist der Kapitän, glaube ich, oben auf dem Ausguck, ja. Okay. Na, das sieht doch schon wesentlich erfreulicher aus. So ein Pool im U-Boot ist, glaube ich, keine so gesunde Sache. Scheinbar hat da einer an meinem Boot geschlafen mit offenem Fenster oder so. Sieben, 6,9 Kubikmeter und fallend. Haben wir eigentlich noch? Ja. Auf diese Koordinaten setzen. Wir haben noch Kurs auf das Boot. Warum ist die Ruderanlage nicht bemannt? Was soll das? Warum passiert das immer wieder? So, weil wir ja da eventuell so viele
So viele Leute kassieren, okay. Aber wo ist der Pott? Warum? Alter, ich wär gleich zum Viech, ey. Schon wieder alles voll hier. Haben wir ein Leck irgendwo in dem Kahn? Oder ist das wegen dem schweren Wassereinbruch da? Okay, der Kahn ist versenkt worden. Das ist interessant, da passiert da bis dato immer was anderes. Schauen wir mal. Vielleicht gibt es da auch Zufallsereignisse. Keine Ahnung. Ehrlich. Oh. Besetzen Sie diese Station. Schon da 26,7 Liter hier drin. Warum passiert das dauernd? Check das gerade überhaupt nicht. Wir sind schon so lange auf See.
Ja, bis dato war das immer so in den Missionen, dass wir hier in dem Gebiet, eben wo wir auf das U-Boot treffen, dementsprechend auf ein Flugzeug getroffen sind, das das U-Boot angegriffen hat. Und dann dementsprechend eben uns verteidigen mussten gegen das Flugzeug. Eben uns gegen dieses Flugzeug verteidigen mussten und dann ist im Anschluss ein Zerstörer aufgetaucht. Und das ist jetzt gar nicht passiert. Also es ist, wir haben zwar diese üblichen Kondensstreifen gesehen, aber dann ist diese Missionsinformation eben nicht gekommen, dass man den Flugstand bestücken soll. Um das Ding runterzuschießen, also da kam dann meistens eine kleine Zwischensequenz. Dann ist noch ein Zerstörer aufgetaucht, wo man dann eben tief tauchen musste. Den habe ich auch mal versucht anzugreifen. Und das ist aber nie geglückt, weil der für mich immer zu schnell war. Probiert das jetzt einfach mal. Was passiert, wenn ich den jetzt einfach da hinschicke? Befehlshaber. Okay. Dass irgendwas bringt. Geht er jetzt wieder auf Beobachtungsstand? Ah, jetzt passiert's. Feindliche Flugzeuge auf 12 Uhr. Ja, das ist spannend. Okay. Kapitän? Ei, ei, Herr Kalon. Erstmal hier die Pumpen anschmeißen, damit wir unser Aquarium wieder leer pumpen. So, hat er jetzt die Pumpe angehauen? Dann schicken wir den erstmal auf Flakturm hier. Und dann kommst eben du zum Pumpen. Bestätigt.
Wenn ich jetzt einen Kurs gewählt hätte, der komplett an den Kondensstreifen vorbeigeführt hätte, wäre die Frage gewesen, ob wir die Mission tatsächlich getriggert hätten und die damit abschließen hätten können. Das wäre sehr interessant geworden, ja. Naja, da oben ist es, alles klar. Genau das ist bis dato immer passiert. Genau das. Wir holen das Vögelchen runter. Genau, und dann hat es die beiden zerrissen hier, dann durfte man Kapitän. den daher nehmen. Um das Leck zu reparieren. Sollten dann das Ding da reparieren. Und dann Sehr wohl, Herr Kaloy. sollten wir uns um den hier kümmern. Und dann kann man die Pause eben dementsprechend wieder aufheben. Also das so verläuft es ja zumindest mal für den Moment alles relativ gleich. Erledigt. Schaden repariert. Genau, und da haben wir dann das Notfalltauchen gehabt. Was diesmal auch klappt, da hatte ich nämlich das letzte Mal wiederum das Problem gehabt, dass der Pod eben nicht nach unten gegangen ist. Seerohrtiefe. Tanks anblasen. Na, nix anblasen. Auf Seerohrtiefe. Herr Kaloy?
20 Meter. Herr Kaloy? Okay, wir sind im Tief, wir sind im Verschwinden nach unten. Soweit läuft es zumindest schon mal, wie es soll. Der wärmt da immer noch seine Torpedos auf, während alles auf einmal knacken gegangen ist von der Führungsriege. Das lobe ich mir. Während unsere Kameraden hier schwitzen, hauen wir uns derweil mal in die Koje, wa? Ist ja auch nicht so spannend, ist nur ein Zerstörer. Pah! Vor allem auch, wie lässig wir da liegen, hä? Der schläft wenigstens richtig da oder so? Nee, schaut auch, der liegt genau gleich da. Die liegen eigentlich, glaube ich, immer nur dann anders da, wenn es tatsächlich darum geht, dass die verletzt sind oder so. Vorher liegen die nicht anders da. Blaues Licht. Jo. Ist zwar nur arcade-lastige Simulation, aber das ist schon ziemlich cool, weil ich glaube, sowas. Okay, der zieht den Torpedo über den anderen Torpedo aus dem Ding da raus. Herr Kaloy? Auch sehr interessant. 150. Ich glaube nicht, dass man ein tonnenschweres. Kapitän? So. Da so tonnenschweres Wäffchen so scharrend über das andere zieht, ohne dass das Bumm macht und der Kahn einem um die Ohren fliegt. Ein bisschen nach vorne. Genau. Ja, aber wie finde ich denn das genau raus, wer da die Nerven verliert und wer nicht? Das ist ja, wäre mal ein interessanter Aspekt, weil ich habe da bis dato, was die Verwaltung der Mannschaft eben betrifft, das noch nicht so ganz rausgefunden. Ich war schon mal irgendwo in dem Menü drin. Aber ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, wie ich da hingekommen bin. Das irgendwie mit den Kapitänseigenschaften zusammenhängt. Das war Budget. War das vielleicht irgendwo in der Map drin? Nee. Auch nicht. Ah ja, hier war das genau. Da sind die ganzen Dienstzeiten drin verplant sozusagen. Acht Matrosen. Ach so, kann man das dann eventuell auch noch erweitern, oder habe ich das jetzt?
5 von 5 Offizieren sozusagen. Ja, das muss ich mir dann mal anschauen. Ich glaube, das ist sowieso der nächste Menüpunkt in den Übungen. Genau, jetzt schwurbelt da der Zerstörer über uns. Wir werden alle sterben! Herr Kaloy? Jawohl. Zu Befehl. Oh, das wollte ich jetzt aber nicht. Der kehrt in einer Arschruhe da weiter einfach. Das heißt, wieder auftauchen. 140. Jawohl. Hey. Jawohl, du auch. Ich weiß nicht, ob ich da einfach so entspannt da schlafen könnte, wenn das Teil da unter meinem Bett liegt. Ja, hinten raus nur ein U-Boot, ein Torpedorohr. Also ich hoffe mal wirklich, dass der... Ach, das war unser Smooth? Nee. Zu Befehl. Ei, ei, Herr Kaloy. Kann man noch nicht alles noch nicht auswählen. 30. Lenzpumpen laufen. Auf Seerohrtiefe. Wechseln auf Dieselmotor. So, jetzt habe ich hier im Prinzip nichts laufen. Drehen wir zurück auf kleine Fahrt. Und schauen, dass wir unsere Patrouille hier weiterfahren. Und dann bin ich mal gespannt, ob mir der Heimfahrt dann wirklich die Batterie, aber der Saft ausgeht, weil dann habe ich nämlich wieder das Problem, dass das Ding tot im Wasser liegt und ich im Prinzip nichts dagegen unternehmen kann. Also, warte mal. Ei, ei, Herr Kaloy. Da freuen sie sich meistens drüber.
Wir sind noch nicht raus aus dem Gebiet, das heißt, wir können Zeitkompression noch nicht raufdrehen. Jetzt sind wir raus aus dem Gebiet. Kleine Fahrt, also 10.400 Kilometer, das sollte auf jeden Fall 100%ig reichen. Laufen wir dann La Rochelle wieder an. Und dann schauen wir mal, ob uns das wieder dasselbe passiert. 1904. Seid auf jeden Fall mehr als ausreichend. Und schaut, da ist schon ein Tausender weg. Warum? Ah ne. Also immer wenn da irgendwie ein Matrose am Start ist, sollte ja auch noch reichen. Das sollte auch noch reichen. Und wir haben aber nur noch 800 Kilometer vor uns. Das ist ja schon mal was, ne? Tage auf See. So, dann mal rein in den Hafen, wa? Die letzten Meter kann man aber dann nicht Vollstoff geben. Wir werden das auf jeden Fall sofort speichern. Weil das haben wir bis dato noch nie geschafft, dass wir 5 Kilometer an La Rochelle ran waren und noch 4200 Liter Sprudel im Tank haben. Da sind wir bis dato immer dran gescheitert. Achso. Was ich das letzte Mal auch auf jeden Fall falsch gemacht hatte, ist, dass ich hinten die Diesel, Sauerstoff angehabt hatte. Okay, jetzt habe ich gedacht, der Pott liegt hier am Hafenbecken oder so. Was brauchst du, Herr Kalon? Was haben wir denn hier lagert? Also einen nehmen wir da wieder mit.
Torpedotechnisch sind wir noch gut ausgestattet. Käffchen haben wir auch noch am Start hier. Nach lebensmitteltechnisch irgendwas. Okay, das wird dann wahrscheinlich irgendwann nochmal erklärt, wie das funktioniert. Die der zur Verfügung stehenden. Aha. Ach so. Ja, das kann man leicht übersehen, das kleine grüne Ding sieht da. Was haben wir da? Besserte Latrinen sind, glaube ich, immer wichtig. Nicht schlecht, ja. Okay, fuck. Ich klick da immer auf. Klick da immer auf die Dingsi drauf, obwohl das wahrscheinlich die falsche Taste ist. So, jetzt gucken wir mal wegen Firo. Ich glaube, ich hatte mal irgendwann hier noch mal Soldaten eingekauft. Wo man die. Das kann deine neue Crew sein. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Ihre Dokumente sehen möchten. An Bord, an Bord, an Bord, an Bord. Und wer hat da vorher. Genau, du kriegst jetzt mal hier ein bisschen Landzeit, mein Bester. Das entspricht aber kennen. 24, 25 Mann. Ich dachte, die haben dann so. So. Lehrgang Rekrutierung. Kapitän, das kann deine neue Crew sein. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Ihre Dokumente sehen möchten. Nur Matrosen, genau. Welche Seemänner der Besatzungsmänner in welchem Hafen verbleiben? Wer hat da jetzt eigentlich eine Mannschaft?
Ja, aber wie sehe ich, wer befördert werden kann? Er hat gesagt, dass das im Prinzip. Der hat doch jetzt gesagt, irgendwie, dass ich die befördern kann. Nur ist mir nicht klar, wie das gehen soll. Ah. Achso, die haben wir nicht. Ja gut, dann schauen wir mal weiter eben. Dies sind die heutigen Aufträge vom BDU. Streng geheim. Was haben wir da jetzt noch offen? Genau, das ist das, wo ich da jetzt vorher schon vorgegriffen hatte, okay. Und jetzt haben wir im Prinzip nur noch den einen Lehrgang. Und zwar geht es da um die. So, damals. Und da haben wir ja im Prinzip das Territorial schon durch, ne? Panzerte Kommandotürme. Da stellen wir doch glatt mal einen frei. Führung. Na.
Ich mache immer wieder denselben Fehler. Ingenieur. Ja. Kapitän, das kann deine neue Crew sein. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Ihre Dokumente sehen möchten. Beim BDU wird viel über Ihre letzte Patrouillenfahrt geredet. Gute Arbeit. Das schauen wir uns dann anders mal an. Auf jeden Fall den wir da an Bord nehmen. Und dann. Beim BDU wird über Ihre letzte Patrouillenfahrt geredet. Gute Arbeit. Dies sind die heutigen Aufträge vom BDU. Streng geheim. Nehmen wir erstmal das Leichteste. Nehmen wir erstmal das Leichteste. Das heißt Map. Oh je, das ist aber. Wow. Kleine Fahrt voraus. Hoffentlich haben wir da genug Nahrung an Bord. Ja. Sind wir am Auslaufen. Und die Folge neigt sich
auch schon dem Ende zu. Also werden wir hier auf jeden Fall speichern. Und uns dann anschauen, wie es das nächste Mal weitergeht. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Freut mich riesig, wenn es euch gefallen hat. Wenn da, Follow da lassen, Like da lassen. Wäre alles super feine Geschichte. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke.